Am Freitagabend musste auf dem Flughafen London Stansted ein Airbus A320 der Laudamotion noch auf der Bahn nach einem Startabbruch evakuiert werden. Was da passiert ist, wie so eine Evakuierung in einem Flugzeug abläuft, wer dafür was verantwortlich ist und wie das im Idealfall funktionieren soll, das schauen wir uns heute mal etwas genauer an und wir klären mal die Frage, eine der meistgestellten Fragen im Flugzeug überhaupt, warum müssen bei Start und Landung eigentlich immer die Sonnenblenden oben sein? Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Am Freitagabend sollte ein A320 der Laudamotion von London Stansted aus nach Wien fliegen. Dabei handelte es sich um den A320 mit der Registrierung Oscar Echo Lima Oscar Alpha. Das ist ein A320, der ist jetzt 12 Jahre alt, kam erst ein paar Tage vor Weihnachten zur Laudamotion, ist also erst seit wenigen Monaten bei den Österreichern im Dienst. Kurz nachdem die Triebwerke des Fliegers auf der Piste 2.2 in London auf Startleistung gesetzt wurden, gab es wohl einen lauten Knall und da sich die Maschine gerade eben erst in Bewegung gesetzt hatte, wurde der Start sofort wieder abgebrochen und das Flugzeug blieb auf der Bahn stehen. Eines der beiden CFM56 Triebwerke des A320, in diesem Fall das linke Triebwerk, war ausgefallen und laut einem Beobachter, der das Ganze von außen gesehen haben möchte, gab es auch Flammen und Funken, die aus dem linken Triebwerk kamen. Das Flugzeug wurde kurz nach dem Stillstand über die Notrutschen evakuiert auf der Piste 2.2 in London. Dabei sind alle 169 Passagiere ohne größere Verletzungen aus dem Flugzeug rausgekommen. Sie wurden dann ins Terminal gebracht bzw. dann anderweitig zu ihrem Zielort bzw. ins Hotel gebracht. Was jetzt ganz genau das Problem bei diesem A320 an diesem Freitagabend war, was da technisch ganz genau passiert ist und nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Das wird sich aber sicherlich in naher Zukunft klären und dann wird man das bestimmt irgendwo mitbekommen. Ansonsten ist jetzt erst einmal interessant, was bei einem solchen Startabbruch im Cockpit und in der Kabine passiert. Erst einmal ganz allgemein gilt aber, dass wenn sich das Flugzeug noch am Boden befindet und man den Startlauf mit einem gut funktionierenden, fehlerfreien Flugzeug begonnen hat, dann lässt man beim Auftreten eines Fehlers die dann fehlerhafte Maschine auch eigentlich so gut es geht immer am Boden, egal wie schwerwiegend der Fehler ist. Das gilt für kleine Sportflugzeuge genauso wie für größere Verkehrsmaschinen. Aber bei letzterem ist es so, dass sich die Anzahl an Gründen für einen Startabbruch mit immer weiter steigender Geschwindigkeit beim Startlauf, weil die Maschine wird ja kurz vor dem Abheben deutlich schneller als 200 km die Stunde, dass sich die Anzahl an Gründen für einen Startabbruch mit steigender Geschwindigkeit auch immer weiter verringert. Irgendwann ist es je nach individueller Situation bei einem großen Verkehrsflugzeug nun mal so, dass ein plötzlicher Startabbruch durchaus für mehr Probleme sorgen kann, als er sie dann wirklich löst. Könnte. Das bedeutet jetzt mit anderen Worten, fällt bei 130 Knoten mitten im Startlauf irgendwann die Heizung im hinteren Frachtraum aus, dann bricht man sicherlich keinen Start mehr ab. Der Airbus A320, so wie er jetzt hier von Laudamotion an diesem Freitagabend für den Flug verwendet werden sollte, der sortiert sogar je nach Situation Fehlermeldungen für den Piloten vor. Das könnt ihr daran erkennen, dass ihr auf dem oberen mittleren Bildschirm, auf dem sogenannten Engine Warning Display, bei entsprechender Situation die Meldung T.O.Inhibit bzw. LDG Inhibit, Takeoff Inhibit bzw. Landing Inhibit findet. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Airbus jetzt je nach Situation selbst entscheidet, welche Fehlermeldungen er dem Piloten in der jeweiligen Situation, also während des Starts oder während der Landung, zukommen lässt. Oder welche er dann doch lieber noch ein bisschen für sich behält, um den Piloten oder um die Piloten in dieser Situation jetzt nicht zu stören bzw. sie unnötig weiter zu belasten. Eine Grenze wird dabei einer Geschwindigkeit von 80 Knoten gemacht. Ist man schneller, dann lässt der Computer nur noch wenige Fehlermeldungen durch. Es gibt aber natürlich auch einige Fehlermeldungen, die durchaus auch bei Start und Landung und auch bei hohen Geschwindigkeiten für die beiden Piloten da vorne interessant sind. Das ist zum Beispiel ein Engine Fire oder ein Engine Failure. Dieser Fehler ist so gravierend, dass er das reibungslose Abheben und das reibungslose Fliegen des Flugzeuges einschränkt. Ganz wichtig, nicht verhindert, sondern einschränkt. Da wird dann in einem solchen Fall noch bis zur Entscheidungsgeschwindigkeit V1 der Start abgebrochen, darüber hinaus nicht mehr, da man sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass die zu dem Zeitpunkt noch verfügbare Bahn vor dem Flugzeug nicht mehr ausreichen wird, um die Maschine zum Stehen zu bringen. Oberhalb dieser Geschwindigkeit bleibt einem also jetzt gar nicht mehr wirklich etwas anderes übrig, als mit diesem Fehler jetzt auch zu fliegen. Zum Beispiel bei einem Vogelschlag mit darauffolgendem Triebwerksausfall kurz nach der Entscheidungsgeschwindigkeit V1. Dann hebt man mit diesem Flugzeug und damit mit diesem Fehler mit dem ausgefallenen Triebwerk ab, bringt das Flugzeug auf eine sichere Höhe, arbeitet dann entsprechende Verfahren ab und fliegt zurück zum Flughafen. Passieren all diese Fehler jetzt nicht, dann fliegt der eben genannte Take-Off-Inhibit-Mode, der einige Fehlermeldungen zurückhalten kann. Der fliegt dann beim Durchsteigen des Flugzeuges von 1500 Fuß bzw. etwa 500 Metern über Grund oder nach 2 Minuten nach dem Abheben. Dann fliegt der Modus wieder raus und dann erfährt der Pilot beispielsweise, dass die Heizung hinten im Frachtraum kaputt ist. Gut, beim A320 von Laudamotion jetzt am Freitagabend trat der Fehler mit dem linken Triebwerk allerdings weit vor der Entscheidungsgeschwindigkeit V1 und auch weit vor den 80 Knoten auf.
Das heißt, hier mussten keine Fehlermeldungen zurückgehalten werden oder sowas. Hier war völlig klar, das linke Triebwerk war kaputt und hier wird der Start abgebrochen. Und wenn wir uns jetzt nochmal an das erinnern, was wir ganz am Anfang gesagt haben, bei dieser niedrigen Geschwindigkeit, da muss man keine großen Risiken eingehen, wenn man den Start abbrechen möchte oder den Start abbrechen muss. Hier würde man bei nahezu jedem Fehler den Start beenden. Und so war das hier auch beim Laudamotion A320 bereits 270 Meter. Nach Anfang der Bahn 2.2 stand der Flieger schon wieder und da merken die Passagiere dann, dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Die Piloten stoppen das Flugzeug jetzt also auf der Bahn. Daraufhin informieren sie sofort den Fluglotsen. Dieser wiederum informiert zum Beispiel die Feuerwehr oder auch andere Flugzeuge, die jetzt beispielsweise durchstarten müssen oder irgendwo halten müssen und warten müssen oder wie auch immer. Und die Kabinenbesatzung wird von den Piloten auf zwei mögliche Szenarien vorbereitet. Aus dem Cockpit kommt nach jedem abgebrochenen Start, bei dem das Flugzeug auf der Bahn stehen bleibt, dann auch immer ein Kommando für die Kabinenbesatzung. Das lautet je nach Fluggesellschaft irgendwas wie Cabin Crew on your stations oder Attention Crew on Station oder irgendwie sowas ähnliches. Jetzt, wo das Flugzeug steht und die Flugbegleiter ihr entsprechendes Kommando bekommen haben, schnallen die sich nämlich ab und bleiben auf ihren entsprechenden Positionen, aber versuchen sich ein Bild von der aktuellen Lage zu machen. Denn der große Vorteil, den die Flugbegleiter jetzt gegenüber des Cockpits haben, ist, dass sie sich die Umgebung des Flugzeuges sehr viel besser anschauen können. Sie sehen die Tragflächen, sie sehen die Triebwerke und sie sehen generell einfach die Umgebung des Fliegers sehr viel besser, als dass die Piloten aus dem Cockpit machen können. Und dazu kommt auch ganz wichtig, die Flugbegleiter haben gemeinsam in diesem Fall alle 169 Passagiere sehr gut im Blick. Und jetzt können wir auch direkt mal die am Anfang erwähnte Frage beantworten, warum denn die Sonnenblenden zur Start und Landung immer oben sein müssen. Ganz einfach, damit man rausgucken kann. Das ist in dieser Situation jetzt für die Flugbegleiter extrem wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch für die Passagiere sehr wichtig, dass die rausgucken können. Denn so kann sich jeder ein Bild von der aktuellen Situation machen und eventuell sieht ein Passagier etwas, was ein Flugbegleiter vielleicht übersehen hat, was die Piloten nicht wissen und was für den weiteren Verlauf jetzt durchaus wichtig sein könnte, beispielsweise ein Feuer. Jeder Passagier, der am Fenster sitzt, kann die Situation jetzt sehr viel besser beurteilen, als er das machen könnte, wenn die Sonnenblende unten ist. Außerdem können mittlerweile eventuell eingetroffene Einsatzkräfte auch von draußen in das Flugzeug reinschauen und gucken, was da drin los ist. Dazu kommt natürlich auch noch, dass es jetzt bei dem Laudamotion-Vorfall am Freitagabend natürlich dunkel draußen war und die Augen der Passagiere sowie auch die Augen der Besatzung, also die Augen aller Leute, die sich an Bord der Maschine befinden, die können sich in Kombination mit dem zum Start abgedunkelten Kabinenlicht sehr viel besser an die Dunkelheit anpassen. Die Augen können sich so schon einmal an die Dunkelheit gewöhnen, die sie jetzt gleich erwarten wird vor der Tür, falls es zu einer Evakuierung kommen sollte. Das ist jetzt nämlich das erste Szenario, zu dem es kommen kann, eine Evakuierung. Die Piloten hatten die Kabinenbesatzung ja bereits kurz nach Stillstand des Flugzeuges durch das entsprechende Kommando quasi in Alarmbereitschaft versetzt. Jetzt wird im Cockpit ein Verfahren abgearbeitet, beispielsweise für einen Triebwerksbrand, je nachdem welche Informationen den beiden da vorne zur Verfügung stehen und je nachdem welche Situation überhaupt gerade vorliegt. Kann man diesen Triebwerksbrand jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht selbstständig löschen oder die Feuerwehr ist noch nicht da, hat den Brand noch nicht unter Kontrolle oder was auch immer, dann wird im Normalfall das Flugzeug evakuiert. Diese Evakuierung wird eingeleitet durch die Piloten mit den Worten Evacuate, Evacuate und dann wird in der Kabine auch sofort mit der Evakuierung begonnen. Und gerade eben dadurch, dass die Flugbegleiter ja jetzt schon eine gewisse Zeit in Alarmbereitschaft waren und eben durch ihr eigenes Fenster bzw. durch die offenen Sonnenblenden der Passagiere nach draußen gucken konnten, wissen sie jetzt auch ganz genau, welche Türen sie für das Evakuieren des Flugzeuges benutzen können und welche nicht. Genau das war jetzt nämlich in den Kommentaren unter vielen Artikeln zu diesem Laudamotion-Vorfall eine häufig gestellte Frage. Warum haben die da jetzt einfach so in die Richtung des scheinbar zerstörten Triebwerkes evakuiert? Ganz einfach, weil der Flugbegleiter oder die Flugbegleiterin, die da an der entsprechenden Tür stand, weil die entschieden haben, dass man in diese Richtung evakuieren kann. Und man möchte natürlich so viele Ausgänge wie nur möglich nutzen, um die Passagiere in unter 90 Sekunden aus diesem Flugzeug rauszubringen. Dafür brüllen die Flugbegleiter jetzt kurze, aber klar verständliche Kommandos in die Kabine, womit die Passagiere aufgefordert werden, das Flugzeug sofort über die Notrutschen zu verlassen, die automatisch aufblasen, nachdem man die Tür geöffnet hat. Eine Evakuierung muss aber nicht immer durch das Cockpit quasi beauftragt werden, sondern das kann im schlimmsten Fall auch ein Flugbegleiter ganz alleine entscheiden, dass jetzt der Weg nach draußen der bessere ist. Zum Beispiel eben, weil er etwas gesehen hat, was alle anderen noch nicht gesehen haben und er nach gesundem Menschenverstand entscheidet, dass man jetzt auf jeden Fall so schnell wie möglich aus dem Flugzeug raus muss. Denn wie eben bereits erwähnt, ist es für die Piloten aus dem Cockpit oft sehr schwer zu erkennen bzw. oft gar nicht möglich zu erkennen, was genau da passiert ist, wie groß der Schaden am Flugzeug wirklich ist und wie es am bzw. im Flugzeug aussieht. Und dann kann im schlimmsten Fall ein Flugbegleiter auch ganz alleine die Entscheidung treffen, dass jetzt evakuiert werden muss. Und wenn einer damit beginnt, dann machen auch alle anderen mit und dann kann die Evakuierung auch nicht mehr gestoppt werden. Außerdem wird auch bei einer Notwasserung sowie bei klarer Handlungsunfähigkeit des Cockpits durch die Kabine selbstständig
vollständig evakuiert. Die Evakuierung eines großen Passagierflugzeuges ist dabei auf gar keinen Fall immer die sicherste Möglichkeit und man macht das einfach mal eben so als Vorsichtsmaßnahme, ganz egal, ob das jetzt die Flugbegleiter oder die Piloten entschieden haben, sondern man versucht eine Evakuierung so gut es geht zu verhindern. Sogar wenn ein Triebwerk brennt, das Feuer aber dann nach kurzer Zeit durch die Piloten bzw. durch die Feuerwehr gelöscht werden kann, denn Piloten und Feuerwehr, die können dann ja auch miteinander kommunizieren, dann kann man sich auch austauschen, die können auch sagen, wie es draußen aussieht, dann kann man auch durchaus mal die Leute im Flugzeug behalten und dann kann das auch durchaus mal die sichere Variante sein. Denn mal eben so im Stress mehrere hundert Leute, wenn es geht dann auch noch im Dunkeln, wie hier beim Laudamotion-Vorfall, die dann einfach so auf die Startbahn rausschicken, über Notrutschen, das ist oft eine ziemlich unsichere Variante und auch hier bei diesem Laudamotion-Vorfall haben sich jetzt 8 Leute verletzt, aber nur leicht verletzt zum Glück. Warum jetzt hier bei diesem Laudamotion-Vorfall und durch wen genau hier jetzt evakuiert wurde, das wissen wir leider nicht, aber die werden schon ihre Gründe dafür gehabt haben. Das zweite Szenario, zu dem es kommen kann, ist quasi das Aufheben des Alarmzustandes durch ein Kommando aus dem Cockpit, Cancel Alert oder Alert Canceled oder irgendwie so ähnlich. Aber ganz egal, wie es dann am Ende des Tages auch läuft, hier gilt es wirklich, Ruhe zu bewahren und dann wirklich den Anweisungen der Crew Folge zu leisten. Denn die wissen ganz genau, wie sie ein Flugzeug in unter 2 Minuten leer bekommen. Das kriegen die hin, aber dafür müssen die Passagiere auch mitmachen. Gleichzeitig gilt aber auch, dass wenn man etwas sieht als Passagier, und da ist es auch ganz egal, ob man jetzt Vielflieger ist oder zum ersten Mal fliegt, wenn man etwas sieht, was einem wirklich komisch vorkommt, und vielleicht ist es in der Kabine oder vielleicht ist es draußen, was man dann durch seine geöffnete Sonnenblende sehr gut sehen kann, dann immer jemanden informieren. Evakuierungen kommen glücklicherweise sehr, sehr selten vor, aber wenn sie da mal vorkommen, so wie eben Freitagabend, dann ist das meist eine sehr individuelle und besondere Situation, bei der man dann im Nachhinein glücklich sein kann, wenn alles wirklich funktioniert hat. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen mit dabei und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin und tschüss. Thank you.